begin to show. Hallo und willkommen, mein Name ist Martel, ich begrüße dich zu meinem neuen Goldguide. Heute zeige ich dir, wie du in Pandaria ein bisschen Gold farmen kannst. Ich dachte mir, ich mache mal wieder einen. Wir benötigen den Trank des Glücks, der jeweils 20 Minuten anhält. Ich habe 3 gekauft, konnte dann eine gute Stunde damit farmen. Jetzt fragt man sich, warum sollte man hier farmen und was ist hier gut und was ist hier negativ. Was ich hier gut finde, man kann hier einfach schön farmen und bekommt dadurch Ruf. Und dann bekommt man Kisten durch den Trank. Und im Endeffekt auch immer viel Gold, grüne Items und kann hier einfach schön Gold machen. Zunächst dachte ich mir so, ja, das funktioniert hier aber nicht wirklich und deswegen habe ich es für euch getestet und ich finde eigentlich schon, dass das gut funktioniert, deswegen präsentiere ich euch das jetzt. Man bekommt nämlich auch Himmelsplitter und man braucht 10 Himmelsplitter, dann kann man dieses Alani Mount runterholen und killen. Und das Schöne daran ist, man kann das auch verkaufen um 20k, aber das nur nebenbei gesagt, um das geht es hier heute gar nicht. Man bekommt halt hier so Kisten und die kann man dann wieder öffnen, bekommt Handelsmaterialien und halt auch ein bisschen Gold. Pullt auf jeden Fall kreativ, ich will keinen sagen, wie er pullen muss, ich zeige euch hier nur, dass ich hier ein bisschen gepullt habe überall und ich hole mir am besten immer ganz viele zusammen. Zuerst habe ich noch auf Blut gespielt und dann habe ich auf Frost umgeskillt, aber das ist auch jedem überlassen, mit welcher Skillung er spielt. Diese Schlüssel hier, die ihr gerade gesehen habt, brauchen wir nämlich, weil wir dann später, nachdem wir unsere Kisten geöffnet haben, die wir durch den Glückstrank bekommen, nochmal Kisten öffnen, die wir durch die Schlüsseln öffnen können, ja. Und zwar bekommen wir dann nochmal was raus. Und deswegen finde ich, dieser Goldguide ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Ich habe diesen Run hier gemacht, eine Stunde. Es geht auf jeden Fall wesentlich schneller, schätze ich mal. Also ich bin ja eher so der Langsame, der ein bisschen Musik hört und nicht allzu schnell farmt. Also es ist mehr drin als bei mir, schätze ich mal. Und ja, ihr seht hier, man muss einfach hartnäckig bleiben. Haut euch eine Playlist rein, so wie ich. Ich höre immer ein bisschen Musik nebenbei. Schnelles Plündern ist wichtig, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Und das Add-on, wo du von Server zu Server hoppst, weil es ja oftmals so ist, dass dann keine Gegner hier sind. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Sonst nutzt sich das auch mit diesem Trank nicht ganz. Und ja, was aber auch wichtig ist, dass wir am Ende dann alles öffnen und auch dann diese Schlüsseln wirklich ausgeben hier für diese Truhen, weil man könnte das leicht übersehen, wenn man da einfach mal oben ein bisschen farmt, so holla da roh, ja okay, passt, aber dann im Endeffekt das vergisst, das wäre blöd. Deswegen auf jeden Fall nicht vergessen, so war mein Farm, ich erspare euch das jetzt, wie ich die Kisten aufgemacht habe. Ich habe auch drinnen dann in der Höhle, wo ich jetzt reinfliege, ich zeige es auch auf der Map, wo ihr dann die Kisten öffnen müsst, schon Kisten geöffnet und das habe ich euch auch dann erspart, dass ihr dann nicht so lange zuschauen müsst. Also ich habe es euch dabei 2 Kisten gezeigt und da seht ihr circa, was drin ist, man bekommt Ruf, man bekommt wirklich viel, muss man sagen. Ist eine coole Sache und am Ende auch noch die Partikel, die man dann noch, wo man jeweils 10 Stück zu 1 macht, kann man dann auch noch hier Handelsmaterialien kaufen. Ist ein cooler Farm, ich habe begonnen mit 80k Gold und ja, es geht jetzt halt ein bisschen drüber. Wir verkaufen jetzt einfach mal die grünen Items, man kann sie auch entzaubern, das ist jedem selbst überlassen. Ihr seht halt nur, man bekommt viel Ruf, man bekommt nebenbei die Himmelsplitter, 2 Stück habe ich davon bekommen. Also im Endeffekt ist es ein cooler Run. Man kann damit Gold machen, sonst muss man auch noch alles ins Auktionshaus stellen, das darf man nicht vergessen, weil sonst ist dieser Guide ja nicht so optimal, wie ich gerade rede. Also ihr seht hier die Kisten, habe ich dann noch geöffnet und da springt dann auch noch der ein oder andere Goldtaler in die Tasche. Nee, by the way, wollte ich noch sagen, hier den Trank da oben, den kann man auch nutzen, der ist seelengebunden, da verwandelt man sich dann in einen Pandan. Und ist auch eine Sache, die ganz lustig ist, so ein kleines Schmankerl zwischendurch auf jeden Fall. Und ja, einfach alles ins Auktionshaus stellen. Hier zeige ich euch das, wie man dann ausschaut. Und ich hoffe, ihr seid auch so erfolgreich. Ich schätze mal, 3 bis 4k Gold kann man da in der Stunde farmen. Und hier ja auch noch Sachen kaufen. Also ja, man kann auch 5k sagen. Ich weiß nicht, ich war nicht so schnell. Ich bin nie so schnell, muss ich auch zugeben. Ist jedem selbst überlassen, wie schnell er farmen möchte. Und dann sage ich viel Spaß und ich wünsche euch viel Erfolg. Schreibt mir in die Kommis, wie es bei euch war und ciao.